Jo, Freunde des Tageslichts, willkommen zurück zu einer neuen Folge Back to Ashes. Und ja, wir sind ja seit der letzten Folge im Außenareal unterwegs, haben eine Crab gelegt, sind kläglich an der besseren Version des Bossgegners gescheitert. Und wir stehen hier gerade aktuell hier in dem Raum drin und hört mal auf den Sound. Das ist so eine flüsternde Stimme, als ob sie irgendwas beschwören würde. Also ich finde es mega krass, dieses Feeling. Und ja, wir legen mal los, wir gehen raus. Wir haben ja einen Durchgang, den wir jetzt hier abchecken werden müssen. Den Bossgegner, den habe ich jetzt erstmal ad acta gelegt. Den werden wir zu einem späteren Zeitpunkt nochmal versuchen. Das macht halt jetzt überhaupt keinen Sinn, uns an dem aufzuhängen. Weil der doch Bock schwer ist. Wir schaffen vielleicht irgendwann mal einmal, aber wir wollen ja 10-mal legen und deswegen müssen wir prepared sein. Und ja, ich würde vorher auch in den Wingen ziehen, auch noch mal ein bisschen zu leveln. Dass ich mir mal rausgucke. Also wir haben ja jetzt einige Rüstungsteile, wo wir extra Ashes plus 10 bekommen. Dass ich mir irgendwie die alle komplett am Stück anlege und dass wir einfach mal wirklich so eine richtige Grinding-Folge machen. Dass wir gucken, dass wir hier möglichst nur Ashes sammeln bei starken Gegnern. Ich hasse da den Anfang vom Spiel. Irgendwie, ich habe immer noch Probleme, erstmal reinzukommen. Ich bin erstmal voll auf die Fresse. So, oh, ich feiere dieses Schwert hier mit seinem Feuerangriff, auch wenn es jetzt hier nicht immer konsequent funktioniert. Aber ich finde es halt verdammt cool, dass das geht. Allerdings habe ich so das Gefühl, dass ja, das Nachbrennen auch hier mit der Feuerhand, dass das nicht allzu viel bringt auf Dauer. So, hier ist ein Durchgang. Ah, hier steht. Ah, habe ich in der letzten Folge übersehen. New Area Revealed. Und hier ist der Legger. Quatsch mal mit dem. You got past all Katos. Good to see you survive the slammer. Keep at it and you may live a while yet. You're curious what happened to the man? Easy. He went mad. What isn't so easy is the what which drove the poor fool mad. It seems they're recruiting again. That can only mean one thing. The cycle's about to meet its end. Okay. Ich hatte nicht so ganz kapiert, was der gesagt hat, aber irgendwie fangen scheinbar die Gegner an, wieder zu recruiten. Ja, keine Ahnung. Wir quatschen mal einfach eine Runde. Welcome, das ist bestimmt der Text, den wir eben gehört haben. Ha! You got past all Katos. Ja. Okay, they are recruiting. Ja, das ist die Frage, die ich gerne stellen würde. Every few thousand years, there's a shift in the horizon. There are people seeking to bring their god into this world, to eat it up whole. They are its disciples, and Katos was on the way to becoming one of them. Ha! He always was an ambitious sort. It was his greatest strength and his most fatal flaw. And you, my friend, I suspect have a greater role to play. Okay, also so wie ich das jetzt verstanden habe, die wollen, also alle paar tausend Jahre können sie einen Gott auf die Erde bringen. Und dieser Katos, den wir besiegt haben, der Bossgegner, der ist... wollte, glaube ich, ein Gott werden oder wollte den mit beschwören oder sowas. Na naja, gut, den Grundgedanken habe ich aber verstanden. What drove Katos mad? Ah, ja, was hat Katos böse gemacht? Also irgendwas hat ihn böse gemacht. Wurde uns gerade scheinbar erklärt. Ja, gespannt. Things exist beyond our comprehension. That becomes clearer each day. In time, you will learn to know the nature of the threat which looms over this world. For you must. But I will say this, there's a difference between man and God. Man only knows his own world. God knows all. Okay, das hilft mir jetzt nicht so weiter. How do you know this? I've been around for a while. You learn some things as you go along. But I grow weary of this talk. Well... it's been nice. Good luck. What to do next? Oh, yeah.
You should find the people you rescued earlier. I think they'll very much want to know you better. You'll find your way. Okay, also unsere Aufgabe jetzt ist, die Leute, die wir im Schloss Areal gerettet haben aus ihren Gefängnissen, die müssen wir jetzt wiederfinden. Ich bin gespannt, was die uns so bringen. Also, wenn es Dark Souls-typisch ist, werden die uns irgendwelche Zauberwaffen oder sonst was verkaufen oder vielleicht auch schmieden oder sowas. Ich bin echt gespannt. Mehr kriegen wir jetzt hier aus dem leider nicht raus. Und krass. Der Weg ist zu sehen, aber wir müssen traveln. Ja gut, dann traveln wir mal. Mal schauen, wo es uns hinführt. So, wo sind wir denn jetzt gelandet? Also im Hintergrund sieht es so aus, als ob da eine fette Felswand vor uns steht. Die eigentlich vorher nicht da war. Komisch, dass sie jetzt da ist. Wirkt ein bisschen strange. Aber ich bin gespannt auf das neue Gebiet. Ich muss noch aufpassen. Ich finde hier mit diesen generellen Farben, dieses grün, grau, braun, ist es schwerer, Gegner zu erkennen. Da vorne steht einer. Den habe ich schon mal gesehen. So, Pile of Ashes. Ach! Okay, ihr seht vielleicht in der Mitte vom Bild unten, ich habe gerade was rausgefunden. Wir können hier so eine Art Talisman benutzen. Was bringst denn du mir? Sehr nice, okay, hätte ich das mal vorher gewusst. Wir können uns extra Adrenalin dadurch beschaffen. Das ist interessant. So. Wie gut, dass man das Spiel... Was? Atasfa? Keine Ahnung, was das ist. Das hört sich so an wie... eine Art neues Material, was wir jetzt hier finden können und benutzen können. Zum Schmieden, denke ich mal. Da bin ich auch gespannt auf den Schmied. Wow, der schmeißt Feuerbomben! Und er. Wow, was sind. Alter! Krasser neuer Gegner, neues Moveset am Start. Hier, du trinkst nix. Stirb! Doch, der hat getrunken. Sau. So, nice. Wir haben drei. Nur falls wir jetzt hier Pile of Ashes irgendwo finden, dass ich mal sehe, ob das jetzt hier vielleicht. Hier diesen Talisman auflädt. Okay, der neue Gegnertyp gefällt mir. Er scheint ein bisschen agiler und wendiger zu sein. Runic Stone. Oh, wir haben hier eine fette Ruine vor uns. Ich würde vielleicht... Ah, das ist so eine Art Stadt hier komplett. Okay, ich würde erstmal ganz gerne hier die andere Seite erkunden, bevor wir uns hier jetzt konkret in irgendwas Größeres reinstürzen. Dass wir erstmal so einen Grundüberblick haben. Ja, hier vorne ist ein Dorf. Da ist ein Item. Komm ich? Ja doch, da komme ich hin. Lass es was Krasses sein, bitte. Runic Stone, scheiße. Ich hab jetzt... Okay, der Lebensbalken ist nicht runtergegangen. Aber ich habe jetzt von diesem kleinen Jump hier minimal Schaden bekommen. Was ist das für ein Schwachsinn? So, auch nochmal Runic Stone. Oh, da oben ist noch ein Item gewesen. Müssen wir nochmal hoch. Pile of Ashes. Ja, das war's nicht. Okay. Keine Ahnung, ich check einfach nicht, wofür die Pile of Ashes sind. So, okay, wir haben hier ein Dorf vor der Nase. Lockpick. Haben wir jetzt schon länger nicht mehr gelootet, glaube ich. Mittlerweile reg ich mich gar nicht mehr so drüber auf. Oh, da ist jemand. Ist das eine, die ich gerettet habe?
Interact. I imagine you were as surprised as me seeing someone here. Aito, ja, doch, ich glaube. This place was abandoned a long time ago. Makes a good place to hide, don't you think? I'm Ito. I used to travel a lot, but times got tough. At the moment, I'm simply trying to stay away from trouble. If you'd like to, feel free to rest near the fire pit. It'll bring you some comfort. Though, I do hope you have some interesting stories to tell. Okay, jetzt scheinen wir irgendwas zu erzählen. Trade, was können wir denn traden? Scroll of Stone Skin. Shelter absorbs first received hit. Runic Stone. Ah, da können wir mal nachlesen, was der Runic Stone bringt. Mysterious item created by past civilizations contains high value. Alloy of materials can be used to enhance equipment up to plus 3. Ah, okay, dafür brauchen wir halt einen Schmiedi und Lucky Band. Positive Effects, Durability plus 10, Wisdom plus 1, Intelligence plus 1, Endurance plus 1 und Dexterity. Könnte man drüber nachdenken, aber 4000 ist mir jetzt ehrlich gesagt dafür etwas teuer. Lost Ring. You found my ring. How did you... Where did you find it? Ah! I got robbed a couple weeks back. I thought I'd lost it forever. Thank you so much for returning it. It's the only family heirloom I have left. Please, take this key. At the back of this cot, there's a chest with a couple items you might find useful. Help yourself to anything you wish. Okay, krass. Wir haben also ihr einen Ring, den sie verloren hat, wiedergebracht. Und daraufhin haben wir jetzt einen Schlüssel bekommen, der ein paar gute Items für uns am Start hat. Ich bin gespannt, was das ist. Ich hoffe, wir kriegen mal eine coole Rüstung oder sowas. So, aber what of yours? What of yours? Okay, dann kann ich jetzt nicht so ganz genau übersetzen. Umgangssprache, denke ich mal. Ja toll, jetzt gibt es hier keine Sprachausgaben. It's not a very long story. I was the daughter of a miller. I already was a traveler thanks to our business. So when everything went to shit, it wasn't that big of a chance. Ja. I have been on the run for a while, but mostly kept out of the many eyes of that witch. Many other likes myself were forced to flee our homes from... Das geht mir zu schnell. Ich hab zwar Zeit, aber Alter. I do wonder sometimes what became of the king. He was kind, they said. Some would say he was murdered, but... Of course, no one knows his fate. I did, however, see his men moving northward as I was traveling. From what I have heard, I might have been the last person to see him. Ich bin so lost, verdammt. Ich kann es zwar in der Zeit lesen, aber ich kapiere es nicht. Ever since, I have been searching for some peace and quiet. And I do believe I have found it. What? What? Dieser Zeitdruck! Oh, come on! Lasst mich doch in Ruhe mit diesem scheiß Englisch lesen in der Zeit. So, also wer Bock hat, macht Pause und übersetzt sich das für sich selber. Und wer noch viel, viel mehr Bock hat und mir einen Gefallen tun will, übersetzt das für mich und schreibt es in die Kommentare. Aber es ist schon schwer, diesen englischen Text hier zu lesen, wenn man jetzt nicht so gerade der Englisch-Bro ist und alles. Aber dann auch mit diesem Ladebalken im Zeitdruck da das vorzulesen und gleichzeitig zu verstehen, das ist echt heavy. So, okay, also wir haben einen Key bekommen. Fakt ist, wir können bei dir was kaufen, ist auch Fakt. Was das uns jetzt bringt, keine Ahnung. Aber momentan würde ich sagen, wir lassen's. Wie bei den meisten Sachen, die wir kaufen können. Was haben wir hier? Warforged Tunic, Moor's Shroud, Soul. Helmet, Armor und irgendwas anderes. Krass. Ich guck mal. Halt, nee, Waffe war es ja nicht. So. Soul ist ein Helm. Standardmäßig hier eine Rune drin. Effects Durability plus. Wow!
Warte mal, was war denn das hier? Bonus Healing plus 50. Bonus Spell Damage plus 35. Positive Effective Durability Physical Resistance. Exquisit Alter. Leute, das nehme ich. Hier, Wait. Packen wir auch noch rein. Und ziehen es an. Was haben wir noch? Hier. Warforged and Nuous Shroud. Okay. Erstmal jetzt haben wir sehen, was wir hier haben. Physical Resistance plus 10. Magical plus 8. Stability, Vitality, Heal, Bonus Healing. Okay, das ist schon krass. Was haben wir hier? Magic Resistance, Stability, Rune Word. Ah, Rune Word ist wahrscheinlich der Effekt, den die Rune mit sich bringt. Das haben wir ja ganz unten. Physical Resistance when below 50%. Okay. Hier haben wir halt ziemlich viele Stats weiter oben. Stability, Strength, Vitality. Normal, was ist das? Auch normal. Ich würde die hier ganz ehrlich nehmen. Und Negative Effects Durability minus 8. Das, da muss ich sagen, ich kapiere das Ganze noch nicht mit dem minus 8 und sowas. Negative Effect Durability, ob das jetzt positiv oder negativ ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es negativ ist, aber ich bin vorsichtig. Aber ich würde die hier trotzdem ganz gerne nehmen. Okay, also Maybe sind wir jetzt overpowered. Na ja gut, overpowered würde ich es nicht behaupten, aber wir sind schon krass equipped, denke ich mal. Wir müssen die Augen offen halten, nicht dass jetzt hier. Okay, wir haben einen Ring. Nicht, dass wir jetzt hier mehr Leute in diesem Dorf haben und die einfach übersehen oder sowas. So, hier war ich drin. Kiste sieht interessant aus, da waren wir bisher noch nicht dran, also an so einer. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht, wie die Kisten aussehen. Vom Inhalt her. Exquisite X und Amnesty Shard. Exquisite X. Ah, die macht halt 27 Sockets 2 Scaling Strands. Gut. Was haben wir denn hier für eine Rune drin? Vitality. Resource Life after Kill. Strike Chance. Strength. Wisdom. Vitality, Intelligence, Knockback und Weight. Ich will bei so einer Waffe ehrlich gesagt auf Strength gehen. Wir probieren es einfach mal aus. Oder wir können doch eigentlich hier im Menü oben auch sehen, das habe ich bisher noch gar nicht verglichen, irgendwie was wir für einen Schaden machen. Power 29. Finds Rebel Camps among Ruins of Arno. Speak with Arco. So, nochmal ganz kurz. 29 haben wir hier. Power 26. Ability Conditions Power.
Also die Axt ist schon richtig nice, im Prinzip, aber das Schwert hat diesen Feuerbuff beim Zuschlagen. Ich weiß halt auch nicht, ob der uns jetzt wirklich was bringt, so allgemein. Ich würde die Axt einfach mal versuchen oder testen. Ich meine, das ist exquisit, da kann man nicht meckern. So, ich denke mal, das war jetzt nicht das letzte krasse Utensil, was wir hier gefunden haben. Von... Ist hier noch irgendwas? Ja. Wow, was war das? Ah, wieder so ein komisches Teil hier. Jetzt bist du tot. Oh no! Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, ich backe jetzt hier nicht irgendwie in der Decke fest. Wir haben nochmal Glück gehabt. Ach Mann! Ich hasse dieses Lockpick-Dinger. So, Ring of 8, Negative Effects Durability minus 4. Okay, so langsam blicke ich da durch mit diesem Negative Effect Zeug und sowas. Nur das Problem ist, ich wüsste jetzt nicht, bei welchen Gegnern ich diesen negativen Effekt bekomme. Ob das jetzt überhaupt Sinn macht, hier groß das zu benutzen. Die Rückseite vom Haus. Da drin waren wir gerade. So, noch mehr Lockpick. Exquisite Wooden Shield. Okay. Ja, das Problem ist, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt Bock auf ein Schild überhaupt habe. Also auch Wooden. Physical Damage Block 57%, Balance 42. Ist immer noch nicht das, was ich haben will. Also Physical Damage Block ist bei mir erst ab 100% wirklich ausschlaggebend. Ja, das ist eine Dark Souls Angewohnheit, aber was bringt mir ein Schild, wenn trotzdem Schaden durchgeht? So, Runic Stone. Lion's Crabs, Pile of Ashes. Nö, da hinten. Oh, hier sind Verkäufer. Aber egal, keine Ahnung. Ich kann damit nichts anfangen, ehrlich gesagt. So, das hier. New Area, Runes of Arnhor. Okay, also hier in der City im Dorf, da finden wir auch einen neuen Weg. Ich muss echt meinen Kopf zusammenreißen, dass wir hier auch alles abklappern. So, das hatten wir, das hatten wir. Da hinten waren wir, da gibt es auch einen Weg. Genau. So, die Hütte waren wir auch gerade drin, dann machen wir die hier. Out of Ashes.
ashes. Ring, hier liegt ein Toter. Der hat so ein kleines Fläschchen neben sich liegen. Also entweder hat er sich zu Tode besoffen oder vergiftet. Wäre vielleicht ganz interessant, die Story hinter dem seinen Tod zu erfahren. Emerald Shard, sehr schön. So, gucken wir mal hinterm Haus. Wir plündern hier einfach mal eine komplette Stadt aus. Ich find's schon ganz nice. Veterans Ring, Endurance plus 2. Ja, brauchen wir jetzt nicht. Ich glaube, in den Dingen, die wir aktuell haben, sind wir ganz gut bestellt. Ringstone. Iron Ori. So, ich brauche wieder Überblick. Gut, hier waren wir. Ah ja, hier ist der Weg. Sehr gut. Ja, noch eine Kiste. Hätte ich übersehen, wäre ich jetzt nicht dahinter gegangen wahrscheinlich. Iron Ore. Ich glaube, ich muss echt aufpassen. Wir gehen ja so selbstsicher lang, weil kein Gegner die ganze Zeit kommen. Aber irgendwann wird einer bestimmt in der irgendeiner Tür stehen. Und dann macht er das mal hier richtig die Hölle heiß. Soldier Ring. Den gucken wir uns mal an. Usually used as an ornament, but sometimes. Ja, okay, scheiß drauf. Noch eine Leiche. Da war noch ein Loch im Boden. Ah. Notes. Most of the writing is on human anatomy, with particular focus on the brain. Some strange notes on the occult and magic lies scattered about. Whatever the author was doing here, it could not have been a simple anatomical study. Aha. Ich weiß halt nicht, was diese Informationen uns hier groß bringen auf Dauer. Ja, wir schauen einfach mal hier weiter. Genau, das war der eine Weg. Da muss ich hier lang. Dürfte eigentlich die Häuser jetzt hier fertig haben. Oh, Falle! Penne! Gib mir noch nicht mal Asche, wenn es stirbt, das Scheißteil. Hier aus. Living Ashes. Nochmal Living Ashes. Ah, wenn wir eine Überportion von diesen Living Ashes bekommen, dann laden wir uns automatisch auf. So wie ich das jetzt gerade sehe. So, oh krass. Ah ne, ich dachte, die wachsen aus dem Boden rein, die beten einfach hier diesen Schrein an. Ist auch nichts. Was ist das hier? Offer Ashes. For what? Reinforced Leather Gauntlets of Anasa. Das hört sich ganz gut an. Okay, was haben wir bei denen hier? Physical Resistance plus 4, Critical Chance to Bad One Hit. Plus 6, ja, das ist schon mal nice. Damage against Undead, Wisdom, Stability,
ist genommen. Ah, wir haben sogar jetzt hier Metalldinger. Ich muss mal ganz kurz gucken, dass die Optik macht sie auch. Ja, genau, die alten waren hier aus Leder. Jetzt haben wir Metallplatten drauf. Sehr nice. So, wir gehen mal speichern. Shrine of Anatha. Checkpoint activated. Rest. So, und ja, Leute, ich würde sagen, war mal eine gechillte Folge jetzt. Wir haben einiges gelootet. Wir konnten hier einiges an Ausrüstung aufbauen. Und ja, ist mal was anderes gewesen. Mal etwas entspannter. Ich würde sagen, wir beenden es jetzt auch hier an dieser Stelle. Und ja, sehen uns dann in der nächsten Folge weiter wieder, wenn es dann hoffentlich ein bisschen Action gibt. Und in dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Just thanks und tschüss!